da sind wir wieder. Es ist Zeit für den besten Slot des ganzen Find Your Next Game Programms, sage ich völlig unbeeinflusst. Es geht um die Indie Arena Booth, die ihr hier im Hintergrund hinter mir seht. Wie ihr wisst, haben wir ja den Find Your Next Game Indie Award, wo wir 5 Indie Games ausgewählt haben, die ihr hier auch direkt anspielen könnt übrigens. Und auf gamestar.de/indie-award könnt ihr ja noch bis 17 Uhr abstimmen, wer der Gewinner des Indie Awards sein kann. Sonntag, 17 Uhr, nicht heute, keine Sorge, so gemein bin ich nicht. Aber es waren unheimlich viele Spiele und die waren alle unheimlich toll. Wir haben eine Top 15 ausgewählt und wir haben uns gedacht, um sicher zu gehen, dass ihr alles seht, wollen wir euch so viel wie möglich zeigen von diesen Spielen, auch die, die es nicht in die Top 5 geschafft haben. Dementsprechend sind wir heute hier, wir haben eine Stunde Zeit, wir zeigen euch die coolsten Indies und mit wir meine ich mich, aber auch Valentina, die ist nämlich auch da. Hallo! Hallo! Guten Tag, guten Tag! Guten Tag, schön dich zu sehen. Ja, ebenso. Du zeigst uns heute die Indie Arena Booth. Ja. Denn du verantwortest die ja auch. Es stimmt. Ganz entspannt mal eben über 100 Spiele organisiert. Ja, ja, wir sind ja kuratiert. Ich mache das zum Glück nicht alleine. Wir haben eine Jury aus so 40 Leuten, Publisher, Presseleute. Die helfen uns, die Besten auszusuchen, so, um auch so möglichst viele Geschmäcker abzubilden. Ja, ich bin eben schon einmal ganz kurz dran vorbeigelaufen, habe mindestens 17 Spiele gesehen, die ich unbedingt sehen möchte. Ich werde mich einigermaßen an die Liste halten, aber okay. Ich habe schon gehört, Leia und Mary haben dafür gesorgt, dass es ein Spiel gibt, das ich unbedingt sehen muss, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Und ich will euch ein Spiel zeigen, was einfach einen unheimlich geilen Stand hat. Das war mega schön. Ja. Genau. Okay, wo fangen wir an? Wo fangen wir laut deiner Liste an? Wir fangen da vorne an. Okay. Dann gehen wir zu Nova Hearts. Sehr gut, ja. Sehr gut. Lasst uns zu Nova Hearts gehen. Jawohl. Das ist hier rum. Genau, hier so lang. Viel Spaß mit meinem Hinterkopf. Aber das ist gar kein Problem. Wir laufen hier einfach mal kurz durch die Menschen. Ihr seht, es sind unheimlich viele Leute da und man kann unheimlich viel anspielen. Das heißt, schaut euch das unbedingt an, wenn ihr noch auf der Gamescom seid. Ihr könnt ja noch heute und morgen. Nö. Bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. Und ich persönlich würde es empfehlen, denn jedes Mal, wenn ich die Indie Arena Booth sehe, geht mir mein Herz auf. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen durchwuseln. Und Raffi, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Raffi läuft gerade rückwärts durch die wir Menschen. Sind schon oh, hier. Wir sind da! Ja, ja. Perfekt! So, genau, wunderbar. Das ist Nova Hearts. Wir sind bei Nova Hearts. Wir filmen mal frech über die Schulter. Ja, ja, hervorragend, dass schon jemand spielt. Ja. Es hat jemand als, und zwar glaube ich auch von euch, hat jemand das als Sailor Moon meets Kampfspiel. Genau. Das muss Mary gewesen sein. Ich glaube, Mary ja, ich liebt glaube, sowas. Ja. Ja. Kann man da Leute daten? Fan. Ja, man kann ja, Leute das ist daten. Ein Mary-Spiel gewesen. Du siehst auch da, sie sind schon heiß am Texten auf jeden Fall. Ja. Die sind alle so Superheldinnen und ja, du kannst das halt daten und dann kannst du dann kämpfen gegen die Bösen. Oder vielleicht bist du auch die Böse. Das ist da, wo die Teenager auf einmal Superkräfte bekommen genau. haben. Ne? Und dann sind sie nicht nur Superhelden, sondern sie müssen auch noch daten. Ich persönlich hätte gesagt, Superheld sein einfacher. Ja, auch sowieso Superheld sein einfacher als Teenager sein, glaube ich. Oh ja, Teenager sein auch nochmal eine ganz andere Debuff eigentlich. So, ja. Ja, das sehe ich auch. Von wo kommen denn die Devs von Nova Hearts? Wissen wir das? Ich glaube, das sind, die kommen, glaube ich, aus den USA. Okay, cool, cool. Sehr gut. Ja, ich würde mal ganz kurz vielleicht den Leuten frech über die Schulter filmen, damit ihr sehen könnt, was da passiert. Tatsächlich kann man in dem Spiel nämlich unter anderem so ein bisschen Visual Novel, bisschen halt auch einfach Telekommunikationsgame. Und zwar könnt ihr euch halt einfach Messages aussuchen und texten. Und jetzt gerade sieht man halt, ich glaube, es wird geantwortet im Moment. Ja. Und hier kann man dann quasi verschiedene Möglichkeiten haben, um zu antworten oder was man noch so tun soll. Oh, Papa hat auch geschrieben, das ist ja lieb. Oh Mann, das ist doch gut. Oh, okay, ja, cool. Wunderbar. Das sieht jetzt tatsächlich halt noch nicht so actionlastig aus, ist aber nicht so schlimm, weil erstmal braucht nicht alles Action und zweitens, mich persönlich macht Message schreiben auch, also stressiger ja, auch da wieder. Es stimmt. Und außerdem, die kämpfen ja dann auch noch. Die kämpfen auch, ja. Irgendwann ja. kämpfen sie. Genau, sind das rundenbasierte Kämpfe? Ja, ja ne? Genau. Ja, ja. Rundenbasierte Kämpfe und Texten ist ja quasi auch rundenbasiertes Kämpfen. Schaut euch das gerne mal an. Nova Hearts. Gibt es auch eine Demo auf Steam, wenn ich mich recht ja. entsinne. Ne? Genau, also könnt ihr quasi direkt ausprobieren. Und Mary's Seal of Approval hat es auf jeden Fall schon mal. Dementsprechend würde ich sagen,
Sind wir Fan. Sind wir Fan. Ja. Einfach generell schon Fan. Auch Fan von Mary, dementsprechend passt es auch immer. Ja. Das sag ich auch so, ja. Ja. Okay, dann, wunderbar. Ich habe meine Karte falsch rum. Auch gut. So. Dann gehen wir vielleicht zu Andro, das ist auf der anderen Seite. Sehr gut. Dann laufe ich jetzt rückwärts und dann kann Raffi mal vorwärts laufen, weil es auch einfach mal netter ist. Achtung, hier kommt eine sehr große Kamera. Achtung. Dankeschön, Entschuldigung, danke. Oha, so. So rückwärts? Ich laufe einfach rückwärts die ganze Zeit. Das ist wie so Trust, du musst dich so fallen lassen. Jetzt gehen wir hier so rein. Vor allem, wenn ich live hinfalle, ist halt auch immer direkt gut. Ja. Und jetzt gehen wir aber hier rein. Okay. Aufregend. Follow me. Oh, hier sind auch sehr viele Menschen unterwegs. Hier sind ja wieder 10.000 Spieler, die ich gerne angucken möchte. Alle. Das macht mich ja schon wieder fertig, ey. Aber wir könnten auch auf Tiny einen Bookshop. Zwischenstopp bei Tiny Bookshop, da wollen wir auch hin. Ja, lasst mich euch was über Tiny Bookshop erzählen. Wenn ihr die Fresse dick von der großen Stadt habt und einfach nur schön Urlaub machen wollt, beziehungsweise Ruhe haben wollt und gleichzeitig einen winzigen Buchladen eröffnen wollt, dann solltet ihr euch Tiny Bookshop angucken. Die haben nicht nur die drolligste Standdeko, weil sie tatsächlich einen Tiny Bookshop auf ihrem winzigen Anspielplatz haben. Es ist auch ein sehr schönes Spiel, weil man fährt rum, man hat eine Auswahl an Büchern, man hat eine bestimmte Deko, da gibt es übrigens auch eine Demo auf Steam, und man trifft Menschen, je nachdem, was man ihnen mitbringt an Büchern, erzählen sie, glaube ich, auch direkt nochmal neue Storys, ne? Ja, genau, und alle so ein bisschen wollen was wie Eigenes, du fährst so rum an verschiedenen Plätzen. Alles ist so ganz chill und schön auch. Also wenn ihr Coffee Talk kennt, so ein bisschen wie Coffee Talk, aber mit Büchern. Ja, eigentlich ja. Ja. Ja, okay, sehr gut. Vielleicht magst du dann auch nochmal frech über die Schulter filmen, einfach auch um diesen süßen Buchladen zu sehen. Also das ist wieder so ein Ding, das würde ich mir sofort auf den Schreibtisch stellen. Guckt euch mal an, wie drollig dieser winzige kleine Buchladen ist. Ihr seht ihn unten, Mitte unten links im Bild, sag ich jetzt mal. Und jetzt gerade dekoriert er, oder sie dekoriert diesen Buch. Laden. Das heißt, du kannst zwischendurch immer upgraden und alles ein bisschen schöner machen, Pflanzen kaufen, streichen. Oh, da wäre ich ja schon wieder voll investiert. Ja. Ja, also auch sehr schönes Spiel, schaut es euch unbedingt mal an. Und Raffi, magst du einmal noch ein bisschen nach unten pennen zu dem kleinen Deko-Buchladen? Den da, den nehme ich mit einfach. Das ist so schön. Also falls der morgen weg ist, sagt es niemandem. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Was wollen wir uns jetzt Andro anschauen? Andro ist nämlich da vorne. Ah, sehr zufällig. Gut. Perfekt. Habt ihr euch eigentlich eine gute Route ausgesucht? Ja, als hätte ich mir das überlegt. Ja. Also habe ich nicht, aber ich tue jetzt einfach so. So, es wird nämlich jetzt ein bisschen dunkel, düsterer. Andro, seht ihr direkt dort geradeaus, Raffi? Genau, Raffi macht jetzt völlig gar keinen Druck für die Person, die gerade spielt, aber wir gucken euch jetzt immer die Schulter. Genau, das ist so ein bisschen Sidescroller-mäßig, wenn ich mich richtig erinnere. Mischung aus Limbo, ne? Ja. Und wie hieß dieses andere das, Spiel? Das, was aussieht wie Limbo, das andere genau. Mit der Fabrik. Ja, genau. Wie heißt das? Genau so. Das was aussieht das wie Limbo mit der Fabrik. Ja. TM. Ja. 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 Genau. Aber ein bisschen mehr im Cyberpunk-Setting, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist so ein, glaube ich, Post-Kapitalism-Spiel. Also man muss ein Paket ausliefern irgendwie. Nice. Und aber alles ist so ganz, ganz dark und ihr seht es da ja auch, ne? Alles fällt hier runter, die Fabrik. Also es ist eigentlich wie das Spiel von Limbo mit der Fabrik, aber mit Musik und mit Paketlieferanten. Quasi der typische Arbeitsweg von einem Angestellten bei einem großen Paketlieferanten. Auch das ja jetzt gerade. Ja, Klassiker eigentlich. Ja. Das ist der Grund, warum man Menschen hat, die sich um Arbeitsrecht kümmern, damit das nicht dein Arbeitsweg ist. In echt ist das so ein Live-Sim, weißt du, so ein Job-Simulator. Nee, das auf jeden Fall dementsprechend ein bisschen düsterer, ein bisschen mehr skillbasiert in dem Sinne, als dass es halt, er hat jetzt gerade, das seht ihr jetzt nicht, aber die Lösung wäre natürlich gewesen, natürlich sage ich jetzt, als hätte ich das schon 17 Mal gespielt, ne? So richtig Backseat-Gaming gerade, dass man tatsächlich auch Wallruns machen kann. Dementsprechend wallrunnt man quasi über das Feuer drüber. Ist auch das, was euer Postbote, eure Postbotin immer macht. Richtig. Genau. Toller Soundtrack auch, muss man dazu sagen. Also es ist wirklich. Ja, den müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ja. Oder ihr geht auf die Steam-Seite und schaut euch den Trailer an und wishlistet euch das. Ja. Ne?
und hat, glaube ich, auch Demo. Weil wir haben nämlich die ganze Zeit gesucht, immer nach Spielen, die man auch direkt anzocken kann. Genau. Ja, das heißt, wenn ich meine Arbeit richtig gemacht habe, dann sind das auch Ich glaube, du hast auf jeden Fall, also wir haben ja auch unser eigenes Steam-Event. Ja. Kann man auch sich angucken und da sind dann auch all diese Spiele, kann man da spielen. Perfekt. Zu Hause. Zu Hause, ihr müsst nicht, also ihr könnt auch hier hinkommen, die Leute freuen sich, aber ihr könnt es auch zu Hause machen. Ja, dann, ne? So gemütlich. So gemütlich einfach. Nee, finde ich gut. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Dann wollen wir vielleicht noch zu The Berlin Apartment, weil die auch hier sind. Oh, sehr gut. Ja, dann gehen wir mal hier so außen rum. Genau, wir machen mal für eine kurze Drehung und jetzt schieben wir Menschen durcheinander. Ich hab ihn. Entschuldigung, dankeschön. Einfach frech Leute aus dem Weg. Man muss auch so relativ viel Vertrauen haben, um so rückwärts zu gehen. Ja, ne? Also das ist tatsächlich auch Kevins Job, ist jetzt aufzupassen, dass Raffi nicht umfällt, weil das, was Raffi trägt, ist teurer als ich. Ja, ja. Das ist eine sehr coole Kamera und ihr seht das gar nicht. Raffi switcht auch immer hin und her, aber die Kamera hält sich, denn die Kamera ist auf einem Gimbal. Ein bisschen wie ein Huhn, sagt Raffi immer. Also das, eine Taube oder... Ja, genau, weil der Kopf bleibt immer... Wir sind schon da, Entschuldigung. Schon falsch zu weit gegangen. Oh. Ich war so aufgeregt wegen der Kamera. Schaut euch mal diesen großartigen Anspielslot an. Da sind jetzt sogar Constance und The Berlin Apartment, was wir uns beides angucken wollten. Aber schaut es euch an. Ist es schön oder ist das schön? Also, der ganze Slot ist einfach schick. Ich meine, wir haben auf einmal diese wunderschönen, was ist das, Jugendstilfenster? Ja, das ist ein Jugendstilfenster. Jugendstilfenster. Und auf der anderen Seite sieht man Berlin Apartment dementsprechend noch mit so ein paar kleinen Bilderrahmen, heißt das Wort. Genau. Und Berlin Apartment ist ja die Story von einer Wohnung in Berlin über die Jahre. Das heißt, die macht alles mit. Die macht Besatzung mit, die macht DDR mit, die macht davor Weltkrieg mit und man läuft quasi rum durch das Apartment. Das seht ihr jetzt auch gerade. Raffi hat einfach mit perfektem Timing durchgepannt und man kann, soweit ich weiß, die Geschichten von den Leuten erleben, die da wohnen, ne? Ja, genau. Genau. So ein bisschen wie so Unpacking, aber ohne Auspacken, sondern das Apartment ist so das, was du auspackst. Da erschließt du dir ja auch so ein bisschen die Geschichte selber und das ist so auch der erzählerische Reiz. Glaube ich, des Spiels. Unpacking your issues einfach. Ja. Nee, das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Auch hier natürlich großartiges Standdesign. Es sieht einfach aus wie ein kleiner Schreibtisch. Ihr habt es ja eben gesehen. Und das andere Spiel, da weiß ich gar nicht genau, weil das hatte ich mir... Ich meine, das ist ein bisschen wie eine Mischung aus Shrine, wenn ich jetzt das gerade so sehe, und eine Metroidvania-Plattformer? Ja, das ist so ein Plattformer und da geht es auch so um Mental Health Issues von der Protagonistin. Also die ist so in ihrer eigenen Welt, malt die so ein bisschen wieder schön. Es ist halt, die machen hier auch so Speedrun-Contests damit. Ich glaube, man kann irgendwas gewinnen, sieht man da auf der Tafel, das sehe ich aber nicht gerade. Aber genau, es ist ein wirklich gutes Spiel, es kommt auch richtig gut an bei den Leuten. Hier ist immer voll. Und das nicht nur, weil der Stand so schön ist, weil es geben sich ja alle wirklich viel Mühe. Und Bild- und Tonfabrik, die sind ja auch noch ein Bildfabrik quasi. Ja, also sie machen ja auch Filme und deswegen haben die auch so Set-DesignerInnen. Mega geil. Halt einfach schön alles eingepackt und mitgenommen haben. Das ist so schön. Das ist so schön. Come for the super schöner Stand, stay for the voll spannendes Spiel. Yes. Ja. Yes, that is right. Ja, ja. Ich Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie jetzt aus Deutschland kommen und diesen ganzen Geraffel mitnehmen können. Aber zum Beispiel sieht man da ja auch Kyron, so ein französisches Team, die können ja jetzt nicht so einen Stand mitnehmen, aber die haben das auch wirklich richtig schön dekoriert. Ja. Aber die haben trotzdem noch so ein kleines, Achtung, bitte fallt nicht hin. Ja, das ist ja so ein Kletterspiel. Stimmt, ich hörte davon. Das hätten wir auch fast noch mit reingenommen. Das ist toll, hat aber keine Demo auf Steam, weil deswegen haben wir es nicht mit reingenommen. So eine super neue Weltpremiere quasi ist. Kann man nur hier spielen. Es wurde hier? Nur hier. Ja, müsst ihr doch zur Gamescom kommen, da sehe ich nicht anders. Ja. Es ist... Man muss es vielleicht. Genau. Ja, nee, ich seh das schon. Kommt auch einfach Valentina besuchen, die freut sich. Freue ich mich. Ja, nee, finde ich auch gut. Genau, und zwar, das wurde vorgestellt, glaube ich, bei der Wholesome Direct. Kann das sein? Nee, ich glaube, das. Das ist das war, Kern? Doch. Irgendwo habe ich das nämlich gesehen bei dem Sommer. Sommerfest, Dings. Genau. Das. Journalismus. Genau. Sommerfestdings. Sommerfestdings. Ja, das. Guck das. Dann haben wir ja schon, guck mal hier, also wir haben wir richtig was schon, abgearbeitet. Ja, wir sind richtig am Start. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Kiosk Simulator. Oh ja. Das ist ein Spiel, das heißt NRW Kiosk Simulator. Folgen Sie uns, beziehungsweise wir machen den Weg frei. Witzigerweise, quasi. Das NRW gehört eigentlich gar nicht zum Titel. Ach so, das habe ich da einfach reingeschrieben. Ja, nee, das ist wahrscheinlich...
Fehler von mir. Kann ich Ach so? Die sind nämlich Teil einer Delegation. Wir haben eine also wir haben mehrere so Delegationen da, ja. Countries, aber auch so Bundesländer. Ja. Genau, da müssen die immer so mit Stichwort NRW oder Stichwort, was auch immer für ein Ach Land so. Die haben. Ne? Also Katalan, Antro ist auch von Katalonien, also Spanien. Ah, okay, ja, ja, ja. Und dann haben wir noch Rumänien da, Neuseeland so. Und deswegen ist das noch im Titel. Ach so, ich genau. dachte die ganze Zeit, es geht auch konkret um einen Kiosk in ich NRW. Ich meine, NRW hat ja auch eine gute Kioskkultur. Ja, ne? Also ich komme nämlich auch aus NRW. Ach. Ja, und deswegen fühle ich mich auch hier so wohl, weil die Leute reden wie ich. Ja, wenn ich sage, es regnet, dann sagen nicht alle, schreibt man aber nicht mit CH. Was? Okay, aber das könntest du auch in Hamburg haben, mit Rechnen. Ja. Hamburg, meine ich. Entschuldigung. Hamburg. H-M-M-U-R-C-H. Ja, ja, genau. Hamburg. Ja. Ja. Klassiker. Klassiker. Aber NRW, so Kioskkultur? Wie ja. ist die so? Doch, ist eigentlich ganz gut. Cornert also, man so am Kiosk? Ja, also wir haben, wenn der Kiosk an der Corner ist, quasi dann ja, schon. Okay. Aber bei uns in meiner Heimatstadt gibt es auf jeden Fall definitiv richtig viele Kiosks. Ihr habt auch so Trinkhallen, habe ich gesehen. Und das ist aber, da kann man nur Bier kaufen, aber es ist wie so ein, da ist es schon. Da ist es schon? Genau. Oh ja, da ist es, sieht da doch da aus. Da ist es schon, sie haben sich auch so ein schönes Schild mitgebracht. Oh, sehr schön, sehr schön. Entschuldigung, wir müssen einmal durch. Dankeschön, Dankeschön. Mal laufen die Leute schon weg, ohne eine Kamera. Das ist er. Nein, das ist er. Das ist, Hier ist es. Ah, das ist Rogue's Tale. Sehr gut. Oh, sehr gut. Bist du Deutsch, Englisch? Deutsch. Perfekt. Pass auf, dann machen wir jetzt einfach ein super Rogue. Super spontanes. Super. Ist das okay für dich ja, überhaupt? Alles gut. Entschuldigung, es war richtig asozial von mir, einfach reinzulaufen. Aber du sahst so freundlich aus. Deswegen sind wir hier. Alles okay, gut. Okay. Danke. Magst du uns erzählen, wer du bist und was du gerade hier so machst, außer also dein Spiel und so? Genau, ich bin die Sarah, ich bin von den Poly Pirates und ich stelle halt Once Upon a Rogue's Tale hier aus. Ja. Unser zweites Spiel, das wir vor 4 Tagen released haben. Oh mein Gott. Das ist so spannend gerade alles. Genau, und das ist ein Roguelike-Deckbuilder im Märchensetting. Hat ein bisschen was von Slay the Spire, hat aber auch Würfel. Um so ein bisschen strategischer zu sein und man lernt halt alle 3 Hauptcharaktere kennen, unser Rotkäppchen, den Froschprinz, Hans und die Bohnenranke und erlebt einfach deren Geschichte. Kämpfe werden dabei mit Karten ausgetragen und ansonsten wird das alles in einem Buch festgehalten, was von einer wunderbaren deutschen Synchronsprecherin erzählt wird, die so ein bisschen klingt wie so eine Mama, die dir damals so Märchengeschichten erzählt jo. Hat. Genau. Ja, ich habe eben schon einen fetten Frosch gesehen und einen Tannenzapfenboy. Ja, den haben wir. Der sieht auch ein bisschen aus, als ob er aus Bayern kommt. Genau, unser fetter, runder Frosch verwandelt sich halt manchmal in einen Prinzen, kann dann kämpfen und dann verwandelt er sich wieder zurück. Also wir versuchen eigentlich so jeden Charakter, dass er sich anders anfühlt beim Spielen. Ja, das ist uns ein ganz, Schwein. Ganz Entschuldigung, ja. Ich bin gerade so ein und bisschen wir haben abgelenkt. Eine kartenfressende Ziege. Oh. Ja, unseren Jeff, genau. Okay, also habt ihr quasi alles, was man braucht. Alles, was Märchen so hergeben und noch viel mehr eigentlich, genau. Voll schön. Ja. Okay, also ihr seht, normalerweise sagen wir immer, es gibt eine Demo, aber jetzt könnt ihr es einfach schon kaufen. Es gibt auch eine Demo. Wenn ihr erstmal reinspielen wollt, könnt ihr natürlich auch die Demo erstmal spielen, wenn es euch gefällt. Gerne kaufen, das hilft uns sehr, sehr, sehr. Kosten uns 10er gerade und ja. Ja, perfekt. Habt ganz viel Spielzeit dabei und sehr ganz viel Spaß. Und wenn ihr es hier spielen würdet, könnt ihr das Spiel spielen oder es wishlisten und einen Sticker umsonst kriegen. Einen gratis Sticker, genau. Ganz süße Sticker haben wir hier. Bitte kommt vorbei. Genau, also ne, heute noch bis 20 Uhr oder morgen oder halt, also wishlisten könnt ihr ja generell einfach schon mal. Ne? Das kostet könnt ihr ja immer nichts. Machen. Nee, so. Das kostet nichts und hilft sehr viel. Genau. Genau, und ladet euch die Demo runter und dann kauft ihr es einfach. Wie sie sagt. Vielen lieben Dank, dass ich du dir Zeit dir. Genommen hast. Dankeschön. Wir würden jetzt direkt zu euren Nachbarn rüberwuseln. Mach das, zu dem tollen Kiosk-Simulator. Ja. Etwas sehr Spannendes. Genau, aber ich wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Ich sammle mal frech dein Mikro wieder ein. Genau. Auf bald. So, jetzt habe ich 2 Mikros und niemand wird mich aufhalten. Nein, ich gebe das Valentina zurück, damit Valentina mit uns reden kann. Hallo. Das hier ist jetzt der Kiosk-Simulator, wie wir jetzt gelernt haben. Nicht der NRW, aber es ist aus NRW. Ja, von Neptun maybe. Ah ja. So ähnlich wie NRW. Ja, ist ja quasi auch ein N. Ja. Genau, ich habe das tatsächlich auch in unsere Shortlist reingepackt, weil Kiosk-Simulatoren ja gerade so ein Ding sind auf Twitch. Also ich sehe auf Twitch so viel. Ja, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, Namisu heißt die auf Twitch, falls ihr der folgen wollt, mit 2 i. Die spielt zum Beispiel zwischendurch immer Kiosk-Simulator. Ich habe auch noch andere spielen sehen, aber nicht
nicht diesen hier, weil der ist ja noch neu. Es gibt einen anderen Kiosk-Simulator. Es gibt, ja, das ist so, da stockst du auch so das Essen und so wieder in die Regale, ja, und so gedönst. Ach. Und da dachte ich, hey, voll geil, es gibt einen mit NRW, das ist ja wohl, ja, automatisch noch cooler. Also die sind ja aus NRW, die sind ja, ja in der NRW-Booth. Ja. Alle diese Spiele hier kommen aus NRW. Ach was, das war mir nicht bewusst, dass es noch andere... Ja, aber der hier ist super cool, weil du kümmerst dich halt zum einen um deinen Kiosk, aber zwischendurch musst du halt auch Leute verprügeln, weil es Stress gibt anscheinend. Ja, ich glaube, das ist klassischer Arbeitstag. Wieder. Ganz normaler Tag, ja, am Kiosk eigentlich. Ja. Ich finde es schon cool, weil es ist bunt, es ist ein bisschen verrückt. Ja, ein bisschen drüber. Bisschen drüber. Auf jeden Fall. Da, genau, auf dem Video sehe ich auch gerade, wie da so ein Haufen Menschen liegt, alle umgekloppt. Die werden gerade einfach massenhaft umgehauen. Ja. Aber ich glaube, die wollen auch Stress. Die sehen wirklich so aus. Die haben ja auch so eine Sturmhaube auf. Ja, was willst du denn also mit einer Sturmhaube im Kiosk? Ja, wenn du mit einer Sturmhaube, ja, in den Kiosk gehst und, ja, du fährst keinen Ski, dann ist halt blöd. Ja. Ja. Glaube ich Lebensweisheit. Auch. Das glaube ich auch. Ja. Tut es nicht. Ja. Nee, sehr Tut gut. Nicht. Genau, auch das könnt ihr als Demo spielen, wenn ihr möchtet. Ihr findet es auch bei dem Indie-Event auf Steam natürlich. Mhm. Unterstützt gerne alle Devs, die wir heute sehen, beziehungsweise deren Spiele. Würde mich sehr freuen. Genau, ja dann... Wolltet ihr nicht noch Hieronymus? Ja, genau. Wir wollen das Spiel, wo wir dessen Coverart einfach jemand ist, der ein Baby ist. Ja, und ich glaube, es ist auch ein Vogel oder so. Das habe ich Stimmt, so ein Vogel-Baby-Ding. Also Hieronymus bezieht sich hier auf Hieronymus Bosch. Dreht euch um und ihr seht den Vogel, der ein Mensch ist. Hier ist auch die Entwicklerin. Ach, perfekt. Wollen wir da spontan was fragen? Magst du sie mal offline fragen, ob sie Lust hat? Hallo. Genau, das hier basiert tatsächlich auch auf Hieronymus Bosch, den Mann, den wir für leicht verstörende Gemälde kennen. Und jetzt gibt es ein ganzes Spiel. Und wir haben auch die Entwicklerin hier und sie möchte mit uns sprechen. Hallo. Ja, hi. Ich bin Ann-Kathrin. Ja, hi, ich bin Juli. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du so kurzfristig Zeit hast. Ja, immer gerne, immer gerne. Mein Kollege Micha Graf wollte ganz dringend, dass wir auf jeden Fall über dieses Spiel sprechen, weil er voll fasziniert vom Artstil war. Ach, das ist schön zu hören. Und deswegen dachte ich, wir fragen dich einfach mal, was ist denn Hieronymus so? Hieronymus ist ein 3D-Action-Adventure mit ganz, ganz leichten Horrorelementen, also ein sehr skurriles Game. Du kannst halt mit Monstern interagieren, gegen die kämpfen, hast ein ganz slowes Combat-Modus auch drin. Ansonsten ist es auch viel Exploration und sehr storylastig. Sehr cool. Und ich wette, man kann es auch wishlisten. Ja, auf jeden Fall. Das wäre super. Natürlich kann man es wishlisten. Das ist. Habt ihr auch eine Demo draußen? Noch nicht. Aber bald. Wir hoffen, ja. Sehr bald, gut. Ne? Also wir warten gerade noch so mit Investoren im Gespräch und danach hoffen wir, dass wir dann das auch mal raushauen können. Geil. Dann schaut es euch gerne an. Wishlistet es, denn das hilft ja auch. Ne? Ja, da können auf wir jeden also Fall. Wishlisten das macht Indie-Devs glücklich. Ja, das super. Ist super. Vielen Dank, dass vielen, du dir Zeit genommen Dank. Hast. Ja, danke sehr. Ich sammle frech dein Mikrofon ja, wieder ein. Gerne. Dankeschön und viel Erfolg heute noch. Ja, bis 20 Uhr und morgen auch. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Auch du hast wieder ein Mikrofon. Ja. Ich habe durch dieses Spiel gelernt, dass so Hieronymus so ein ganz normaler Vorname mal war, offensichtlich. So wie Aloysius. Ja, klassischer. Und Fürchtegott. Nein. Fürchtegott war auch mal ein ganz normaler Vorname. Oha. Ja. Vielleicht so wiederbeleben als Name. Ja. Oder? Also falls ihr noch einen Namen für euer Kind sucht, Fürchtegott ist immer eine Option. Hieronymus finde ich aber auch klasse. Hieronymus ist auch gut. Ronny kannst du dann Ronny. Abkürzen. Chironny. Chironny. Weil Hiri klingt irgendwie komisch. Hiri. Ja. Komm mal, Hiri. Ja, komm mal hier. Komm mal ran. Ja, mal gucken. Weißt du, ob... Au, oh, da ist direkt Moses und Plato. Als wäre es geplant. Wunderbar. Das ist das Spiel, was Daniel Veit ganz, ganz dringend bei uns drin haben wollte. Denn Hieronymus und Plato ist eine Art... Moses. Entschuldigung, wie komme ich auf die... Gottfürchtelich und Plato. Zu viele Namen. Also es tut mir leid, wer schon mal mit mir interagiert, weiß, dass ich richtig kacke mit Namen bin. Moses und Plato steht direkt vor mir. Super cool und spannend. Oh, wir haben ja auch eine Person, die damit zu tun hat. Hallo. Hättest du noch nicht drauf... Warte mal ganz kurz. Ich mache kurz Pause im Stream. Genau, wir fragen nämlich mal, ob die Person Lust hätte, mit uns darüber zu reden. Weil die Leute sind ja alle direkt hier und dann können wir fragen. Dieses Spiel war sehr wichtig, dass wir das drin haben, weil Daniel Veit großer Fan war. Und ich sehe gerade, wir können auch reden. Wie schön. Hallo. Hi. Schön, dich zu treffen. Gleichfalls. Ich schaue dich immer in den News. Wirklich? Ja. Oh, das ist ja lieb. Dankeschön, dankeschön. Da freue ich mich. Oh ja, genau. Wir müssen, okay. Wir müssen so ein bisschen, so dass das quasi direkt in da. Ja, genau. Das sind sehr, die sind sehr sensitiv. Die möchten gerne einfach sehr nah gehalten werden.
Genau, du machst Moses und Plato. Nicht selbst, ich bin nur vom Publisher Toge Productions hier. Sehr gut. Was kannst du denn erzählen zu Moses und Plato? Die lange oder die kurze Version? Die lange Version. Wir haben eine Stunde Slot. Na dann. Man ist der weltberühmte Detektiv Plato, Moses der Fuchs mit seinem ebenso weltberühmten Partner Plato, die Meerkatze. Man wird engagiert, nach Stuvonia zu gehen, um dort den Ambassador bzw. den Botschafter nach Clorville zurückzubegleiten, weil es herrscht Krieg und so, also Friedensnegotiations und stuff. Und ja, Spoiler Alert, das läuft leicht schief. Ah, wie Friedensnegotiations das gerne mal tun. Also. So weit kommen wir noch nicht mal. Oh. Der Botschafter stirbt auf dem Weg dahin. Oh, schade. Ja. Blöd. Und weil man halt das Security-Detail von dem ist, wird einem halt die Schuld zugeschoben. Oh, ja, und ja. Weil man halt der weltberühmte Detektiv ist und die Unschuld halt gerne selbst beweisen möchte, liegt es an einem selbst, den Fall zu lösen. Es wird auch direkt auf die Tiermechanik eingegangen. Es ist halt im Prinzip Mörder im Orient Express nur mit Tieren. Man kann auswählen, in einem Menü riechen, sehen oder hören. Wenn man riechen auswählt, sieht man zum Beispiel bei der Hasendame hier links eine riesen Parfümwolke. Oho. Dann drückt man da drauf und da steht irgendwas wie, ja, ein bisschen zu viel Parfüm oder so. Ja, oder man wählt dann das Hören aus, hört die Herzschläge, nervöses Plaudern und. Ja, ist eigentlich komplett in 2D das Spiel. Gibt nur, der komplette Zug innen drin ist als 3D tatsächlich dargestellt. Was, ja. Und die Charaktere sind allerdings trotzdem 2D, was ein nices Feeling gibt. Das Charakterdesign, zum Beispiel da oben die Perserkatze mit dem Hut, finde ich halt extrem knuffig. Der Zugbegleiter ist eine Spinne und die bin ich auch kein Fan von, aber die Fühler, von die halt hier vorne haben, ist der Schnauzbart. Oh, süß. Der sieht einfach extrem knuffig aus. Okay, dann kann ich mich vielleicht doch mit dir anfreunden. Ja. Man muss aber auch für den Fall die ganzen Verknüpfungen auf einem digitalen Korkbrett mit roten Faden selbst herstellen. Und das Beste, das Allerwitzigste am ganzen Spiel, man kann den eigenen Partner anschwärzen. Großartig! Ja, ansonsten gibt es halt auch ein Mindscape. Da drückt man dann oben rechts neben dem Profilbild im Prinzip auf ein kleines Gehirn. Und da ist man im Prinzip in einem Garten drin mit so Girlanden und dann Statuen und dann drückt man drauf und dann ist das so ein digitales Notizbuch im Prinzip. Und der Moses, ist das die Art von Füchsen, die immer so ein bisschen schlecht gelaunt aussehen? Ja, ne? Ja. Die immer so. Ja. Ja. Die sind großartig. War tibetische? Bitte? Sind das tibetische Wüstenfüchse oder so? Es gibt gar keine Wüste in Tibet. Das ist eine gute Frage. Ich finde die so lustig, weil die gucken immer, die sehen immer aus, als hätte jemand... Ach, du meinst diese ganz Kleinen, die das so, diese riesen Ohren haben? Nee, die so wie er, die haben dieses Riesengesicht und gucken dann so ein bisschen, Chat weiß das bestimmt, die zeigen das bestimmt auch gerade im Chat, aber die sehen immer aus, als wären die so ein bisschen, als hätte jemand im Photoshop die Augen so ein bisschen anders geschoben, als sie sein sollten. Ich habe so ein Bild ganz dunkel im Kopf, aber extrem dunkel. Chat findet das raus, wir posten was rein. Ihr versteht mich, ihr wisst, was ich meine. Ja, cool. Und kann man das auch vielleicht schon auf Steam-Demo spielen? Aber auch nur ganz vielleicht. Oh ja, wirklich? Ja, wir haben jetzt hier rechts einen kleinen QR-Code, der zur Steam-Seite führt. Ansonsten findet man Moses und Plato halt auf Steam. Da kann man die komplette Demo, die wir hier haben, auch spielen. Und je mehr Wishlists wir haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Release-Date announced wird. Oho, also sehr gerne Wishlisten, kostet ja nichts. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Lieben gerne. Nehme ich dir jetzt frech dein Mikrofon wieder weg. Dankeschön. Ciao. Hab noch einen schönen Tag. Ciao. Dankeschön. Genau, und ihr könnt anspielen, wenn ihr möchtet. Oh, ist ganz lieb. Hier wird belohnt, aber hat auch sehr gut gemacht, sehr spannend. Sie war so aufgeregt. Oh, und sie stand dann immer hier so... You're doing great, ist es ihr sweetie. Spiel? Oh, ist es ihr Spiel? Sie ist von dem Publisher. Das ist ein ungarisches Team und ein indonesischer Publisher. Oh, aha, okay. Aha. Also sie war stolz wie Wolle. They did so well. Yeah, they did perfectly. And the stream's probably gonna be available afterwards. Yes, yes. It's Twitch/ GameStop. Yeah, it used to be Monsters and Explosions, now it's GameStar, just to easier. This one. Yes. Or is it one of those things that's been uploaded as a podcast? That one, no. No. Yeah, because you can't see it. Yeah. Okay, but have a good day. You too. Great game. Thank you.
Ich zeig dir jetzt, glaube ich, dein Überraschungsspiel. Mein Überraschungsspiel? Ja. Ich dachte, wenn schon mal die Vorgesetzten da sind, muss ich mir schnell Lob da lassen, ja? Damit die Leute auch glücklich sind. Ich freue mich auch hier immer. Lang. Okay, wir schauen jetzt, oh und mein Gott, glaube, hier wir gehen so einmal so außen viele rum, schöne damit Spiele. Nicht so drängeln. Oh ja, wir laufen jetzt gerade, also Raffi muss sich da nicht umdrehen, ich erzähle euch einfach ein bisschen was. Hier sind nämlich ein paar, die auch in unserem Indie Award drin sind, zum Beispiel PVKK und Moreton Manor ist auch hier. Das könnt ihr euch aber auf der Webseite angucken, auf gamestar.de/indie-award. Da haben wir nämlich nicht nur die Zusammenfassung von allem, was ihr quasi auswählen könnt. Wir haben auch nochmal kleine Beschreibungen, was es alles so gibt. Oi, ich will, okay, ich will wir sind alles. Schon gleich da. Okay. Und ich bin gespannt. Also mir wurde gesagt, eine Reaktion soll ich abwarten. Also ich weiß, meine vielleicht Reaktion funktioniert abwarten. Gar nicht. Du findest das total blöd. Aber okay. Es ist hier. Und dann gucke ich mega. Oh wir gehen jetzt hier nein, so rein. Das? Ja. Nein. Ja. Oh nein. Oh ja. Warum hat er denn so ein glückliches Gesicht? Oh, so süß. Ist so niedlich. Es ist von einem japanischen Studio. Es ist Doronko Wanko. Okay. Und du bist halt dieser kleine, dicke Hund. Ein kleiner, ja. Puschelige Hund. Ja. Und du machst alles dreckig. Das klingt ja wundervoll. Ja. Ich will ein kleiner, dicker Hund sein, der alles dreckig macht. So. Oh. Ja, okay. Also sie hatte definitiv recht. Ich muss auch ein bisschen weinen gerade. Einfach, wenn Sachen zu niedlich sind, dann macht mich das fertig. Hat der auch sein eigenes... Ach nee, es ist euer Merch da oben, ne? Nee, Tokyo Indie Games. Haben, genau, das ist von der Tokyo Indie Game Summit. Das findet jetzt auch im März erst statt. Ah. Oh. Eine neue Veranstaltung, ist bestimmt gut. Cool. Das ist so ein bisschen... Sieht das aus wie Splatoon, ne? Ja, Splatoon mit Dreck aber. Und einem drolligen Hund. Ja, er hat auch nicht immer so eine Kanone. Also ich glaube, die spielende Person ist schon relativ weit fortgeschritten, weil am Anfang... Wirst du nur in so einer Matschpfütze und dann gehst du halt rein, ohne jetzt irgendwie schon Dinge zu haben. Und da unten siehst du, glaube ich, den Schaden, den du anrichtest. Also das Geld ist quasi den Schaden, den du anrichtest. Genau, und das ist die quasi der Anti-Pressure-Washing-Simulator. Ja, genau. Geil. Nice. Ja, voller Erfolg. Voller Erfolg. Voller Erfolg. Ja, sie waren ganz aufgeregt auch. Oh Gott, sie kommt noch, du musst es ihr zeigen. Also sie hat es gesehen und sie findet es großartig. Ja, ja. Auch das könnt ihr wishlisten. Ich sehe nämlich gerade den Steam QR-Code. Das heißt, schaut es euch gerne an. Doronko Wanko. Wahrscheinlich. Ja. Meine japanische Aussprache ist nicht gut. Okay. Haben wir noch, wie viel Zeit haben wir denn noch? Warte mal, ich gucke mal eben auf die Uhr. Ach so, 12.01 Uhr ist es schon. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde. Sollen wir uns das hier nochmal angucken? Weißt du gerade, ja, wo das, das ist? Ja, das weiß ich, wo das ist. Okay, sind wir da ungefähr hier in der Nähe? Ja, es ist auf dieser Seite. Da müssen wir aber wieder zurück. Aber oder wir glaube, laufen so rum, geradeaus? Ich würde hier außen rum gehen, okay, weil da drin, okay. Dann müssen wir alle so wegtackeln. Oh ja, also ich meine, es ist auch sehr amüsant, aber... Ja, also wir sehen es ja nur. Ja. Für uns ist gut dann einmal hier um die Ecke. Hier haben wir übrigens auch unsere neuseeländische Delegation. Das sind alles neuseeländische alles Spiele. Alles neuseeländische Spiele, unterstützt von deren Government. Und das ist, die haben so ein starkes Line-up, das ist wirklich, also wirklich beachtlich. Es ist auch, also so vielseitig auch. Ich sehe hier ein dickes, glückliches Schweinchen. Ich sehe aber auch einen Typen in einem Hotdog-Kostüm, der alle umbringt. Ja, das ist so ein Also was will man mehr? Ja. Und hier ist unsere Switch Area. Ah ja, Switch Area. Auch schön. Switch Area. Und da ist es schon. Da ist es schon. Da ist es schon. Dann drängeln wir uns da mal durch. Okay, wir laufen einfach frech hier durch. Ja, ja, ja. Folgen Sie mir. Wir schauen uns Spieler an. Es ist. Oh, da ist es schon. Und zwar. Da könnte ich auch mal kurz fragen, so off the record, ob jemand. Ja, sehr gern. Dann spreche ich noch mal ganz kurz über The Games You Make. Wir gehen da nämlich gleich so um die Ecke. Da geht es tatsächlich darum, dass man selber ein Game Dev ist. Man entwickelt ein Spiel und man muss Features rausfinden, Bugs fixen und am Ende ein Spiel rauskriegen zur glücklichen Zeit. Und ich habe sogar jemanden hier, der mit uns darüber sprechen möchte. Hallo Robin! Hi! Wie geht's dir? Mir geht's sehr okay. Es ist der vorletzte Tag Gamescom und Fiti Ahurti, wie man hier sagt. Oh ja, mach so, dann haben wir auch Voicy Heary. Ah, Voicy Heary. So, ja, Bessie? Ja. Perfekti, danke. Perfekti. No problemi. Gucci. Also Schmerzen, aber Spaß. Schmerzen und Spaß, beides. Es ist so Festival-Feeling, habe ich festgestellt. Das ist für uns, wir sind die Bands und die Leute kommen. Und es fühlt sich alles sehr cool an, wenn die Leute auf die Sachen live reagieren und wir können das sehen. Es ist echt,
Also es ist ein emotionaler Ritt und körperlich ist es auch ein Ritt, ja. Sollen wir mal hier so um die Ecke gehen langsam, weil dann kann nämlich mein Kollege Raffi auch drauf filmen, oder? Raffi Lucky, ja, lassen, kein Problem. Genau, wir lassen Raffi einfach um die Ecke gehen, dann kann er nämlich das abfilmen. Wir gehen immer aus dem Weg. Wir gehen aus dem Weg. Genau. So, magst du uns kurz erzählen, ich habe eben schon gesagt, bei The Games You Make ist man selber ein Game Dev und muss wichtige Entscheidungen treffen. Genau, wichtige und nichtige. Also es ist eine gute Mischung aus Entscheidungen. Ich glaube, du filmst gerade einen Desktop von unserem Verleih. Das ist okay. Rechts gibt es Gameplay. Die Entscheidungen, die die Leute da treffen können, sind entscheidend für das Gameplay. Also das heißt, man entscheidet sich, was an Feature möchte man einbauen. Möchte ich den Bug lösen oder um was kümmere ich mich als nächstes? Also wir versuchen, das möglichst zugänglich zu machen. Und zwar so, dass die SpielerInnen das lesen können, ohne zu... Man muss kein Fachwissen haben. Man kann einfach loslegen und Spiele machen und sich dann ziemlich direkt mit den Konsequenzen seiner Entscheidung auseinandersetzen. Also das heißt, es dauert nicht so wie bei uns, 4 Wochen und dann merkt man, oh, das war doof, sondern es dauert 2 Sekunden, merkt, oh, das war doof. Oder großartig. Und wie nah ist das dran, abgesehen von dem zeitlichen Delay, an euch, an eurer Realität? Es ist erstaunlich nah dran. Also es ist zum ersten Mal ein Spiel, von dem ich sagen würde, es ist autobiografisch, es spiegelt schon sehr, wie ich über Spiele nachdenke und wie wir Spiele machen. Es geht viel darum, wie fühlt sich das an, was... Menschen. Sehr viele Menschen, sehr schnell. Das war ein guter Schwenk. Ja. Wie fühlt sich das an und was kann ich damit machen und wo könnte es noch hingehen? Also das Spiel soll die SpielerInnen inspirieren, Sachen auszuprobieren. Wir wollen auch, dass die Leute sich umgucken. Wir haben ein Feature, ich kann es ja jetzt hier sagen, Spoiler Alert, wenn noch herkommt, wir haben ein Feature in einem kleinen Buch versteckt. Wir haben in allen Ecken an unserem Booth sind auch Features versteckt. Ich weiß nicht, ob das die aufmerksamen ZuschauerInnen schon gesehen haben, aber wir haben so kleine Codes überall im Booth versteckt, die du eingeben kannst, dann hast du neue Features im Game, also Alternate Reality Game. Und ja, wir wollen eigentlich nur dazu einladen, dass die Leute möglichst viel ausprobieren und erkunden und sich dann cool fühlen, wenn sie was gefunden haben. Was wir uns gefragt haben, als wir uns das angeguckt haben, ja, wie sehr geht das Spiel, was man macht, im Genre und in den Funktionen auseinander? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es wird immer zweidimensional bleiben. Wir sind gerade so in einem Bereich, was tendenziell eher so Platformery ist, aber es gibt schon auch andere Spiele. Also wir haben auch schon Varianten gebaut, wo die Leute was Rundenbasiertes gebaut haben. So ein bisschen, oder auch es gibt eine Mechanik, die sich so ein bisschen anfühlt wie diese Superhot-Mechanik, wenn man sich quasi bewegt, dass sich alles andere auch bewegt. Das Schöne ist, wir machen das mit so Feature Packs, also das ist so ein bisschen wie so Booster, die du aufmachen kannst und in den Boostern sind neue Feature drin und wie du sie dann kombinierst, ist quasi dein Ding und aus der Kombination entstehen teilweise total verrückte Sachen. Also mein Favorit hier auf der Gamescom ist echt, die Spiele zu spielen, die unsere SpielerInnen gemacht haben. Das ist total lustig, weil ganz viele von den Sachen, wenn du testest, du machst immer das Gleiche. Ich baue immer den gleichen Plattformer und die Kollegen bauen den gleichen Plattformer, aber die Leute hier kommen halt auf komplett wacky Ideen und es ist total cool. Also ich habe sehr großen Spaß daran. Und dann kommt ja immer auch das echte Leben kurz dabei, ja, ne? Also da gibt es ja auch nochmal dann Probleme und Entscheidungen, die man treffen Probleme muss. Probleme und Entscheidungen. Also das heißt, ich muss meinen Trailer aufnehmen, aber die Mama muss mir natürlich was ganz Wichtiges erzählen. Und ja, kann ich dann meinen Trailer aufnehmen, um ihn rechtzeitig zu irgendwelchen Showcases einzureichen? Wer weiß. Also wir versuchen so ein bisschen diese Geschichten, die uns passiert sind, da reinzubringen. Also es ist halt irgendwie, fast alles kommt in irgendeiner Form und Farbe von dem, was wir erlebt haben. Es ist so minimal autobiografisch. Aber als SpielerIn kann ich mich halt entscheiden, ob ich mich damit auseinandersetze. Also klar, irgendwann wird es Konsequenzen haben, wenn man seine Mama zum 5. Mal wegdrückt oder ignoriert. Das, das hat immer Konsequenzen. Aber jetzt zum Beispiel bei Freunden ist es dann so, vielleicht bin ich ja mit jemandem befreundet, der Grafik macht. Und der oder diejenige schicken mir dann irgendwann mal Grafiken und die kann ich in mein Spiel einbauen, dann wird es schön. Aber wenn ich die Person ignoriere oder wenn ich nicht nett zu denen bin, dann kriege ich diese Sachen vielleicht nicht. Oder die reagieren gar nicht mehr und oder sie reißen für mich die Deadline, weil sie irgendwie nicht so wahnsinnig zuverlässig sind. Ist nie passiert. Weißt, wen ich meine. Die gucken zu, ich weiß es. Aber wir versuchen eben diese Geschichten so zu erzählen, dass sie sich real anfühlen, aber nicht super realistisch sind. Es soll mit den Leuten connecten. Okay, und gibt es eine Demo auf Steam? Es gibt auf Steam noch keine Demo. Ihr müsst also super exklusiv hierher kommen und spielen. Aber ihr könnt schon mal wishlisten, dann kriegt ihr nämlich eine Notification, wenn die Demo rauskommt. Wir wollen auch beim Steam Next Festival mitmachen. Bei uns heißt immer Wishlist sammeln und
Das Schöne ist, dass wir auf dem Weg dorthin auch wirklich viele Leute finden, die uns wahnsinnig viel Feedback geben. Also wenn ihr das Spiel seht oder wenn ihr das Spiel irgendwie hier spielen könnt, hinterlasst uns Feedback. Wir sind super neugierig, was ihr denkt. Besonders von jemandem, der den Trailer gesehen hat und jetzt das Spiel spielt, ist es immer interessant zu sehen, so, oh okay, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt oder ja. Ja, cool. Also auf jeden Fall Wishlisten. Ihr wisst, Wishlisten kostet nichts und macht Devs glücklich. Das ist korrekt. Nicht nur glücklich, sondern sehr, sehr glücklich, würde ich sogar sagen. Sehr, sehr glücklich. Ihr habt es hier zuerst gehört. The Games You Make. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön und viel Erfolg heute noch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich mopse das jetzt wieder weg. So, tschüss. Wo? Oh, Valentina ist dort. Ah, bitteschön. Hi. Hallo. Die haben auch einen Rekord. Wir haben ja auch so eine Vinyl und ich habe gerade rausgefunden, dass die auch einen haben. Und wir haben gerade kurz, während ihr gefilmt habt, ausgemacht, dass wir eine tauschen miteinander. Aha. Fancy. Super fancy, ne? Chill Vibes of Simpler Times. Das klingt auch einfach nach was, was ich möchte in meinem Leben. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Ja, Simpler Times generell auch eine gute Sache, würde ich sagen. Ja, ja. Und da, was macht man da? Chillen? Chillen. Auch so ein cozy Game, du dekorierst so ein bisschen, so eine kleine Story und so. Also es ist wirklich chillig, das Spiel. Kann man, ich glaube, das hat auch eine Demo, maybe. Available on Steam Now, du kannst sogar kaufen schon. Okay, also das könnt ihr euch sogar schon auf Steam kaufen, wenn ihr möchtet, oder natürlich erstmal angucken. Ja. Hauptsächlich wahrscheinlich so ein Musikerlebnisspiel, sag ich jetzt mal. Ja, würde ich sagen. Geil. Und was dir vielleicht auch, du magst ja so süße Sachen, ne? Ich mag süße Sachen, ja. Magst du Katzen? Ja. Wir haben so ein Katzencafé-Spiel. Das ist auch sehr niedlich. Das sollten wir anschauen. Okay. Ja, wollen wir uns da durchdrängeln? Da drängeln wir uns durch. Wir nehmen uns einfach ein bisschen Zeit. Ja. Weil, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben noch 20 Minuten ungefähr. Perfekt. Ne, Kevin? Ja, wir haben noch 20 Minuten. Ja, wir haben noch 20 Minuten. Wer will mich aufhalten, frage ich dich. Ja, so. Ja, ich habe ja das Mikrofon. Hier stehen wir natürlich so ein bisschen im Weg. Oh ja, wir laufen noch mal ein bisschen weiter, weil dann kann Raffi den Leuten über die Schulter filmen. Entschuldigung, wir müssen ganz kurz durch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Entschuldigung, wir laufen noch mal ein bisschen weiter, dann kann Raffi sich nämlich drehen. Es geht um dieses Spiel. Genau, das ist ein Katzencafé-Spiel. Ja. Aufregend. Du bedienst die Katzen, du kannst dir so ein bisschen Tee machen. Und das ist es. Auch man bedient die Katzen. Ja. Also man ist gar nicht ein Café mit Katzen, sondern es ist ein Café für Katzen. Ja. Hat Mary das gesehen? Ja, und sie ist ausgerastet wegen des Maus. Geil. Da, wo man seine Hand ablegen kann. Das ist alles so squishy. Und es war auf jeden Fall unsere Kollegin Vera hier von Tech Like Vera, weil ich habe nämlich diesen unglaublich drolligen Kork-Button bei ihr gesehen am Hosenanzug und dachte, wie schön ist der denn? Und jetzt sehe ich hier Wishlist on Steam and get a pin. Das heißt, sie war auf jeden Fall hier und sie hat es auf jeden Fall auf Steam gewishlistet. Ja. Und auch ihr könnt das machen. Ihr könnt hier hinkommen, dann könnt ihr einen Pin kriegen. Oder ihr wishlistet es einfach von zu Hause. Was auch immer eine gute Idee ist. Ja. Weil dann freuen sich nämlich die Menschen. Und was man hier auch noch machen kann, ich zeige das einmal ganz kurz. Ja. Oh, nee, kann man gar nicht sehen. Es gibt einen Cozy Sticker Bundle, eine Cozy Game Scavenger Hand. Das und dann kriegt man da großartig einen Sticker. Und wenn man fertig ist, kriegt man so ein Sticker Album. Wow. Also die Album so hier, da. Oh, süß. This is actually part of a different, we have two sticker rallies. We're just waiting for the other pages to come back. But yeah, you can see over here the cozy sticker bundle. And if you play 5 games, you can get the full sticker sheet. More than 5, you get the sticker. For this one, this is the wishlist scavenger hunt. So if you wishlist the game and put your information down, you can enter to win a $100 Steam gift card or 2 copies of our game. And sorry, I'm doing all the promo, I wasn't expecting. If you wishlist our game, you get one of our pins. That is so what I was just saying, because one of my colleagues was here. Oh, I didn't know because I just recognized her. Would you like one? I would love to have one. Wait, just like that? Yeah, oh my course. God, thank you so much. No, you have to wishlist. If you wishlist the game, I'll be extra happy. Yes, yes. Könnt ihr bitte auch alle einmal wishlisten, weil ich habe jetzt einen Button und ich würde mich schlecht fühlen, wenn ihr es nicht machen würdet. So I just asked the chat if they could wishlist it too. Oh, please. Oh, yes. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming by. You're very welcome. Bye. Ja, dann gehen wir jetzt vielleicht zu Overthrown. Oder er ist so schön. Oh ja, danke schön. Er ist so schön. Er ist so schön. Und aus Holz. Ja, vor allem habe ich mich gefragt, Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe mich schon gefragt, wo Vera den her hat. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, stimmt. Ich glaube, den habe ich das auch gezeigt. Ja, die wollten cozy Sachen sehen.
Okay, wo wollen wir jetzt? Oh, können zu wir... Overthrown zu Overthrown. Oder was, wollt, genau. Was hast du gerade gesehen? Ich habe gerade Kriegsfront Tactics gesehen. Das ist... Das sieht aus wie was, was meinem Kollegen Alex gefallen könnte. Und Fritz, weil es ist ein Taktikspiel mit Max. Und ich habe eben schon ein Grid gesehen und wir haben rundenbasierte Kämpfe und es wird sehr viel zerstört. Das sieht richtig gut aus, für wenn man einfach mal ein bisschen Mech-Krieg machen möchte. Und das ist auch ganz cool, weil das so ein Alternate History-Ding ist. Es ist, glaube ich, so, spielt so im asiatischen Raum, ich weiß gerade nicht genau wo. Ja. Genau, und da ist quasi so ein fiktiver Krieg, aber es sind schon reelle Dinge. Also es ist quasi die Zukunft, aber anders. Mit Max. Mit Max. Ja. Mit Max wird alles gut. Ja. Hey, would you be okay with that? I don't speak German. Sorry? I don't speak German. Oh, we can do it in English. Yeah. Yeah. Okay. Hello. Hi. I'll just, you have to have it like really close to your mouth. Okay. Because then you can hear it. And I'm going to translate afterwards. All right. Every time. Okay. So, würdest du uns ein bisschen was über Kriegsfront Tactics erzählen? Would you like to talk a bit about Kriegsfront Tactics? Yeah, sure. Kriegsfront Tactics is an XCOM-like mecha robot pew-pew game. Yep. Where you, it's a tactical turn-based game where you have a limb system, so you can destroy limbs like left arm, right arm, body, legs. But that also means that you can customize every single one of your mechs according to what you need. So let's say you want a gunner guy, so he has guns on both arms, or a bomb guy, or maybe a mix of both. There's so much that you can do. There's like a lot of replayability, but there's also a really good storyline. So you'd get about 20 hours just by story, but you can keep on playing it again and again. Okay, let me just see. Okay, also es ist ein rundenstrategiertes Spiel, ein bisschen rundenstrategiertes. Oh mein Gott, es ist ein Rundenstrategiespiel, ein bisschen wie XCOM. Das Aufregende daran ist, es gibt ein Gliedmaßensystem. Das heißt, ihr könnt einzeln auf die Arme, auf die Beine, auf den Kopf. Die können zwar einzeln zerstört werden, das heißt aber auch, dass ihr die einzeln customizen könnt. Die können zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Mech, der einfach zwei richtig fette Knarren an beiden Armen hat. Und dann macht ihr das. Oder je nachdem, es gibt auch noch welche in andere Richtungen. Genau, und das war's, glaube ich, erstmal. Okay, so, can we play it on Steam already? Yesn't. Yeah? Yesn't, so the demo is available on Steam. You can play the demo on Steam. Of course, it's free. Who charges for a demo, right? Yes. The release date is to be announced, though. Okay, also ihr könnt es jetzt schon auf Steam als Demo spielen. Natürlich auch Wishlisten, wenn ihr möchtet, denn Wishlisten macht die Menschen glücklich. Außerdem wird das Release-Datum noch preisgegeben. Preisgegeben klingt auch richtig dramatisch. Es wird revealed, es wird noch bekannt gegeben, ist das normale Wort. Dankeschön. Thank you so much for talking about the game. Have a good rest of the 2 days. And we'll try to send as many people by as we can. Yes, please wish list our game. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Okay, wish. Da! Für dich. Na? Das war Kriegsfront Tactics, weil da haben wir nämlich auch überlegt, ob wir das mit reinnehmen sollen. Aber dann waren es einfach zu viele Spiele. Das ist ja immer das Problem. Es sind so viele gute Spiele hier und ich finde auch, sich zu entscheiden, ist einfach so schwer. Ich habe echt überlegt, ob ich nicht einfach ein Video machen soll mit allen Spielen, die ich gerne drin hätte, aber das wäre 4 Stunden lang. Mehr oder nicht? Oder wie lange würdest du über jedes reden? Stimmt. Deswegen bin ich Redakteurin geworden, denn Mathe ist nicht meine Stärke. Okay, Overthrown. Dann gehen wir wahrscheinlich einmal hier außen drum. Ja. Ihr habt oder übrigens alle richtig coole Shirts an, also eure Volunteers. Wenn ihr am Stand seid, seht ihr die Menschen mit den coolen Shirts. Die könnt ihr auch Sachen fragen, schätze ich mal. Das stimmt, die wissen auch viel. Okay, in welche Richtung laufen wir jetzt? Ja, ich glaube, einmal hier raus ist vielleicht... Ah, okay, wir laufen einfach Raffi hinterher. Raffi, lass dir Zeit, wir laufen ganz entspannt. Bitte brich dir nichts. Deine Knöchel sind wertvoll. Ihr macht das sehr gut. Motion. Ja, wir laufen einfach ganz langsam. Wir gucken noch ein bisschen, was es hier so gibt. Ja? Wissen Sie, wo die GameStar-Box ist? Ja, Halle 10.1. Ah ja, okay, vielen Dank. Gerne. Ich musste kurz sagen, wo unsere Box ist. Euer was ist? Unsere Bühne. Ah. 10.1. Da war ich gestern. Warte, ist doch richtig, ne? 10.1 hier direkt unter. Okay, gut. Ja. Es wäre so gut, wenn ich das einfach den falschen Stand gesagt hätte zu meiner eigenen. 7.
Halle 8. Such mal. Das ist das Game, der GameStar Scavenger Hunt. Ja, die Und wenn du kommst, kriegst du auch vielleicht so deinen Pin. Gibst du dann ab? Nein. Nein, okay. Nein. Aber ich habe sehr viele Armbänder gemacht für meine Kolleginnen und Kollegen. So Taylor Swift-mäßig? Ja, Raffi hat zum Beispiel gerade eins am Arm. Das Oha, seht ihr hier. Das ist ja richtig schön. Ja, Zeig das Problem mal. Ist, ich habe 40 Stück gemacht, aber wir haben so viele Leute, dass nicht alle was bekommen haben. Und waren haben. Die anderen traurig? Ja. Oh, und ich fühle mich auch schlecht für jede einzelne Person, wo wir leider nichts mehr hatten. Dann musst du nächstes Jahr so Massenproduktion. Ich fange einfach jetzt schon an fürs nächste Jahr. Also wenn ich jetzt schon anfange, Armbänder zu knüpfen, dann können wir einfach für alle Und machst du das dann, also ist dann für jeden der Name auch? Nee, ich habe Gamescom draufgeschrieben oder Fing, also Find Your Next Game dann. Ja. Damit jeder halt quasi was hat. Und ich habe versucht, die... hier lang? Da lang? Da lang. Okay, und ich habe versucht... so unauffällige Handzeichen, aber... Ja, voll gut. Ja, so. Aber die waren zu unauffällig. Zu sneaky einfach. Ja, nee, aber genau, die Idee war, dass jeder ein bisschen was hat, aber natürlich habe ich unterschätzt, dass wirklich die Leute das auch mochten. Wie viele seid ihr so im Team dann auf der Gamescom? Ich glaub, hier sind wir schon. Oh, ich habe insgesamt sind so 80 Leute da von uns. Oha. Ja. Hier sind wir schon. Oh, hier ist ja auch Squirrel with a Gun. Ja. Okay. Dürft ihr denn so 18er Titel zeigen? Nee. Nein. Machen wir nicht. Okay, dann machen wir Overthrown. Wir machen lieber Overthrown, weil da gibt's richtig dicke, dicke, fette Schafe. Guckt mal. Okay, also Overthrown, das ist das Spiel, wo man terraformen kann, aber indem man einfach Dinge durch die Gegend schmeißt. Ja, es ist sehr chaotisch. Ich glaube, es ist auch ein Multiplayer. Ich glaube, das Ganze mit bis zu 6 Personen spielen. Und ich glaube, du hast so ein Kingdom und das musst du so terraformen, damit es schöner und besser wird. Geil. Ja, was mir sehr gut daran gefällt, ist, dass du tatsächlich ja wirklich einfach Sachen hochnehmen und wegschmeißen kannst und du machst halt Sachen weg, indem du sie zerstörst. Ja. Das macht mich glücklich. So räume ich auch immer auf zu Hause. Ja, ich auch. Ja. Also ich muss mir auch ungefähr alle 2 Minuten neue Möbel kaufen, aber das ist es mir wert. Ja, ist teuer auf Dauer, aber es ist, was soll man denn anders machen? Ja, ist so. Ja. Okay, wir sind schon tatsächlich durch für heute. Wir hatten leider nur eine Stunde Zeit. Dementsprechend würde ich jetzt noch ein bisschen mit dir reden, Aha. damit du nochmal für alle, die vielleicht später es eingeschaltet haben, ein bisschen was über die Booth erzählen kannst. Davor muss ich euch noch erinnern, dringend, gamestar.de/indie-award. Das ist die Seite, wo ihr die Top 5 der Spiele, die wir hier ausgesucht haben, anschauen könnt und für sie abstimmen könnt. Am Sonntag um 17 Uhr spielen nämlich Daniel und Paul nochmal alle Top 5 durch und dann könnt ihr während des Slots euch nochmal angucken und da auch noch abstimmen. Am Ende des Slots wird dann der oder die Gewinnerin gewählt und die Person wollen wir dann nochmal featuren mit einem Artikel auf der GameStar und ihr seht es natürlich auch und könnt das alles anspielen. Alles, was ihr heute gesehen habt, könnt ihr mindestens wishlisten. Die meisten haben auch Demos. Tut das sehr gern, tut die Demo sehr gern spielen dann. Dann könnt ihr nämlich nicht nur sehen, was die Spiele so zu bieten haben, ihr helft natürlich auch den Devs. So, und jetzt reden wir noch mal ganz kurz über die Indie Arena Booth. Ja. Gut. Wie macht ihr das? Was gibt's hier so? Wie machen wir das? Also so, was? Alles? Wie kommen die hier hin? Na, die kommen hier hin, indem wir, also wir haben eine Bewerbung offen. Wir hatten dieses Jahr 420 Bewerbungen. Das 420? Das war das erste Jahr, wo ich nicht alle Games selber gespielt habe. Mein Gott. Weil es einfach viel zu viel war. Ja. Und genau, dann haben wir aber eine Jury aus so 40 Leuten. Das sind so Publisher, so Scouts oder so Presseleute. Coole Leute, die Ahnung von Games haben. Und die spielen dann alle Games und sagen uns, welche am besten sind. Plus ich zwinge unser gesamtes Team, alle zu spielen. Sehr gut. Genau, und dann wählen wir halt aus allen 420 Bewerbungen die besten aus und dann bauen wir diesen ganzen Bums hier auf. Das haben wir alles selber gebaut. Krass. Das ist jetzt nicht so eine Messewand oder so, sondern es ist einfach so gebaut. Auch so die Arcades und so diese Small Booths, wo wir waren, alles selber gebaut. Und wir haben halt noch so einen ganz großen, so einen Business-Aspekt, weil das halt schon für diese ganzen kleineren Teams viel wichtiger ist fast noch als Consumer, dass sie kommen. Also Wishlist immer richtig gut und Consumer Feedback ist auch irgendwie das Tolle, was halt Developer hier bekommen. Aber halt auch viele suchen nach einem Publisher und dann haben wir so Publisher-Stände, die platzieren wir hier. Wir machen so, wir haben so eine eigene Mini-B2B-Area drin, so eine Business-Area, wo man so Gespräche haben kann und so. Und genau, dann haben wir das hier so, wie so ein, wir haben 200 Volunteers
Und 50 Leute sind wir auf, im Team auf der Gamescom, aber wir sind so 250 Leute so ungefähr. Und genau. Krass, und jetzt sind es glaube ich 168 Spiele, ne? 178. 78 Spiele, so. Aus 37 Ländern. Aus 37 Ländern. Schaut euch das an. Ja, Wahnsinn. Also, wie gesagt, wenn ihr noch hier seid, schaut es euch gerne an, spielt es an. Oder ihr geht auf Steam zu dem Indie Arena Booth Event. Genau. Und wishlistet da einfach alles. Ja. Auch was für euch gut aussieht. Oder wenn ihr ein reicher Investor oder eine reiche Investorin seid, könnt ihr euch auch jemanden anschreiben. Schreibt einfach Valentina an, sagt, ich würde gerne unheimlich viel Geld in Overthrown schmeißen. Ich habe gerade geguckt, hier waren ein paar ab 18 Titel, deswegen wir haben eine USK, die wollte ich nicht ärgern. Und dann investieren wir einfach. Also ich jetzt nicht, so ja. viel, so dick habe ich es dann auch ihr nicht. Ihr dürft aber auch in Indie Arena Booth investieren, mit ja. viel Geld. Ja, macht doch gerne. Das. Genau, oder ihr wischt es jetzt einfach.